ist sie meine neue 2-Säulen-Hebebühne. Tragkraft 4 Tonnen von der Firma Weber. Läuft? Läuft. Okay, cool. Geht's los. Tag 1, Bühne aufbauen. Mal auf, was geht? Das ist wie eine Folie vom Display abziehen, ne? Richtig geil. Ich meine, so ein iPhone ist ja mittlerweile auch so teuer wie eine Hebebühne. Ja. Okay, cool. Läuft. Ja, okay, cool. Ja. Also man könnte jetzt auch die Bedienungsanleitung lesen und sich das Schritt für Schritt durcharbeiten. Ich habe aber schon ein paar Videos angeguckt und glaube zu wissen, wie das funktioniert. Also erstmal muss man jetzt diese Hubschritten in eine gemeinsame Höhe einrasten lassen, um unten ranzukommen. Das probiere ich jetzt mal. Okay, also hast quasi schon mal IKEA-Schrank aufgebaut. Thema, was haben wir denn hier gemacht? Warum ist der Spann gut gespannt? Ja, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen nach den Säulen und nach der Halle ausgerichtet. Das ist auch ungefähr das Niveau gleich ist. Und damit wir sie dann auch gerade aufstellen können, wenn das Ganze ins Bild passt. Bäm! Bäm! So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. So, jetzt noch mal final mit der richtigen Tiefenmarkierung. Ja. Okay, cool. Also ich habe mich dafür entschieden, die Erdanker einzukleben. Es gibt ja Spreizanker, aber da musst du wirklich ein 1A Fundament haben und auch mindestens 20 cm tief und so, das habe ich hier alles nicht. Deswegen nehme ich das, was man auch bei gerissenem Beton nehmen kann, und das ist halt so ein Montagemörtel, gibt es von verschiedenen Herstellern. Für Fische entschieden, Werbevideo. Das Loch ist gebohrt mit 18 mm, da kommt aber 16 mm Gewindestange rein. Man braucht halt den Raum um die Gewindestange herum, damit der Kleber reagieren kann und wirkt. Ausgeblasen ist es auch, staubfrei, so gut es geht. Jetzt werden wir mit dieser schönen Spitze da ordentlich was reinfüllen von dem Kleber. Dann wird das drehend versenkt. Ausherzeit einhalten und danach wird es mit Drehmoment angezogen. Es gibt auch noch die Variante, wo dieser Kleber in Glaspatronen drin ist. Die steckt man dann vorher ins Loch rein und muss dann mit Schlagschrauber den Gewindebolzen einführen und dann verteilt sich das drumherum. Okay. Los geht's. Erzähl mal. Läufst du? Ja, okay, cool. Okay, cool. Ich versuche gerade rauszufinden, wie viel von dem Zeug ich in ein Loch reindrücken will. Und dabei gucke ich natürlich auch mal auf die Verarbeitungszeit. Und hier ist es echt entscheidend, wie warm oder wie kalt es hier drin ist. Bei mehr als 30 Grad Raumtemperatur habe ich nur 2 Minuten Zeit zu verarbeiten. Ja, die 30 Grad müssen wir nie erreichen. Nee, was haben wir denn jetzt? Also um die 10 bis 20 Grad habe ich 5 Minuten Zeit. Ja, das kommt hin. Aushärtezeit 60 Minuten. Oh, dann können wir heute schon den ersten Motorwechsel machen. Top. Wichtig ist, dass das nutzbare Gemisch erst entsteht in dieser Spitze. Also es sind zwei Komponenten, das mischt sich in dieser Spitze. Und die ersten 5 bis 10 cm, die da rauskommen,
Die würde ich auf jeden Fall erstmal wegschmeißen, weil da ist dann der Herd dann noch nicht drin. Wichtig. Jo, ich laufe jetzt. Ja, kannst du gleich wieder ausmachen. Wird aber sehr schwer. So, das reicht wohl, das ist gemischt. Da sieht man das Herd. So, jetzt mache ich mich hier mal eine Markierung. Hier fangen wir an. Sieh mal, es geht ganz langsam. Das ist halt ziemlich hartes Zeug. Ja, wir haben nicht mal ganz 10 Grad. Das wird natürlich nicht ganz so optimal sein. So, da ist schon viel drin. Hier kommt ein bisschen raus, also könnte eine gute Menge sein. Ich mach mal wieder ein bisschen mehr. Ne? Mach mal Cut. Geht los. Ich habe mir jetzt die Markierung gemacht, wie viel ich in ein Loch reinfüllen will. Auf jeden Fall genug. Quetscht. Thank you.